Dass die mir auf Englisch antworten, ist eigentlich eh schon eine Frechheit, finde ich. Ne? Deutscher Support so ungefähr hier. Für den Arsch. Das ist in Deutschland nicht wirklich so, wie es in Deutschland sein sollte, denn Deutschland ist Deutschland und in Deutschland gibt es deutsche Rechte. Im deutschen Verfassungsgesetz steht ganz deutlich, dass es in Deutschland Impressumspflicht gibt, wenn sich deutsche Unternehmen mit deutscher Herkunft, deutschen Mittelständlern Deutschlands und outen müssen. Das teilt die Deutschen. Hallo Kuja. Grüß Gott. Grüß Gott. Duke mit Haaren und Duke ohne Haare. Duke, du Hure. Frank hier schon die ganze Zeit die Hölle los. Keiner kennt Kojak. Guck mal bitte Kojak bei Google ein, Justin. Okay. Und klick dann auf Bilder. Bist Sieht du aus wie ein mich? Mafia-Boss. Sieht aus wie Brandy. Halt's Maul, ihr Pisser, Mann, nur weil ich jetzt 4 mm hab oder so. Ich wurde schon mit dem Hitlergruß begrüßt, also jetzt Ruhe. Ich komme so rein, ich Brandy, komme. weißt du, was du machen musst? Du musst jetzt normalerweise eine Sonnenbrille aufsetzen und eine Zigarre im Mund stecken, dann legt sich keiner mehr mit dir an. Dann sehe ich aus wie Klar! Kollegah. Dann zieht er noch so ein Fettkostüm an und ich bin Steve Ballmer. Ich bin der ehemalige CEO von Microsoft. Nee, aber fang, ich muss dir mal erzählen. Brandy hat was gemacht gehabt. Brandy hat etwas auf MMO bestellt gehabt. Ja, erzähl's ihm einfach, komm. Und. Naja, er hat damals noch ein altes Konto gehabt. Also, er hat ein altes Konto da mit einer alten E-Mail-Adresse und so weiter, ne? Jetzt ist er nicht mal bei web.de, jetzt ist er bei Google und hat halt die E-Mail-Adresse gelöscht gehabt, schon länger her alles, ne? Und heute meinte er dann halt, ja, ich ändere jetzt mal die E-Mail-Adresse. Hat er die geändert, hat auf Speichern geklickt, hat ein Spiel bestellt und dann haben sie die E-Mail nicht übernommen. Oh nein. Und jetzt ist hier die Hölle los. Es ist die ganze Zeit schon bla bla und gar nichts passiert und haben uns erst noch gewundert, warum die Bestätigungsmail nicht kommt und alles und keine Ahnung. Und dann schaue ich mal auf Benutzerdaten. Irgendwie Ja, ist und da die. dann hat er die nicht geändert, die E-Mail, ne? Und dann haben wir ein Problem. Aber er hat den Support ja angeschrieben und der hat ihn natürlich, er hat ihn auf Deutsch angeschrieben, den Support, und der Support hat erstmal auf Englisch geantwortet. Er solle bitte die Order-Number raussuchen. Dann habe ich ihm die Bestellnummer gegeben. Mit freundlichen Grüßen, deine Mutter aus dem KZ. Mit freundlichen Grüßen der Google-Übersetzer. Hey, komm mir mal die. Weißt du, er die ganze Zeit MMOGA scheiße und alle, ich sag, nein, du sparst so richtig Geld, weil auf Steam kostet das Spiel 15 Euro, auf MMOGA 7. So. Und ich hab die ganze Zeit gesagt, nee, lass mich auf Steam bestellen. Er so, nein, du kriegst es bei MMOGA billiger. Nein, du kriegst es einfach billiger. Welches Spiel denn? Duke oder was? Weil es so ist, ei. Und das dann schon wieder. Ja, weil es einfach so ist. Zauberhaken. Naja, nicht der Stab der Wahrheit. Nein, kennst du nicht mehr Zauberhaken? Ich kenne nur einen Kinnhaken. Brandy wollen ja Brad wieder Streetfightern. Brandy meinte Streetfightern wie ein Gegner. Brandy hat heute gegen einen Großmeisterligisten gespielt. Da gleich aufgegeben. Er war Dalzim sogar, der Großmeister. Der war mit Dalzim in der Großmeisterliga. Was muss ich mir mal vorstellen? Mit Dalzim. Geil. Ich habe noch nicht einen Dalzim getroffen. Ja, und dann spielt Brandy. Bam. Grandmaster steht ganz groß da oben drauf. Dalzim irgendwie 25.000 Punkte mit Dalzim schon. Wie gefällt dir denn Street Fighter so? Mir. Ja, dir. Also solange ich nicht verliere, gut. Sobald ich anfange zu verlieren, habe ich keinen Bock mehr, so wie heute, habe ich Rage Quit hingelegt. Wo ich Ja, gegen gegen den Grandmeister. Er ja, verliert gegen den Grandma, Grandmaster ich hab sofort diesen sofort fetten Rage Quit. russischen Ding da genommen und Danke. ich hab den Typen nicht mal berührt. Weil Dalzim, er hat mit Dalzim so auf Abstand gehalten, das hast du noch nie gesehen. Ich hab den Typen Ich nicht kann mal da aus anfassen eigener können. Erfahrung mitreden. Weil wenn du gegen Justin spielst, prügelst du mit Mühe und Not auf 10% Live runter und was macht er dann? In der letzten Sekunde, wo er 1% Live hat, macht er die Superattacke und haut dich um. Das ist Justin. Kenne ich gar nicht. Kennst du nicht? Du weißt nicht, Heute was hat du das hast, denke ich kennengelernt. mal. Irgendwie ist es immer auch so ausgeglichen, so immer ausgeglichene Matches. Und heute nimmt er irgendwie so ein YouTube-Video auf, ich gewinne sechsmal hintereinander. Ja, Irgendwie ich habe dreimal mir gegen so gedacht, einen Andy und dann nochmal gegen so einen anderen. ich dachte mir, heute mache ich mal Videos, ne? Ich dachte mir, vielleicht will er ja da ein bisschen mitmachen, nicht so rumpissen wie bei Torchlight, wenn ich was aufnehme, ne?
Und ich dachte mir, egal, das gewinne ich sowieso. Und pack! Einer auf die Fresse. Okay, ich dachte mir, ja, kann passieren. Passiert. Ne? Weil wir haben ja beide Zufall gespielt, ne? War ja. War ja. Muss ja nichts heißen, ne? Und... Oh, fuck. Was hast du denn in deinem allerersten Kampf den alten Knacker unten rechts genommen? Ja! Ja! Nein. Ich weiß, dass der nicht unten rechts ist. Das kommt aus einem anderen Spiel. Aus meinem Teil. Der war unten rechts. Ich glaube gar nicht, dass er unten rechts war. Nein, der war oben rechts, glaube ich. Ja, ja, oben rechts, der vierte von oben rechts oder so. Ja, das war aber aus dem Teil davor oder so, da war der unten rechts. Ja. Der Gen, den haben wir genommen, gell? Den haben wir durchgenommen. Der einzige Charakter, der Brandy richtig gefällt, habe ich das Gefühl. Und Zangief. Nee, der gefällt mir nicht. Der gefällt mir nicht, der Zangief. Der Zangief gefällt mir nicht. Macht zu wenig Schaden, ne? Nee. Zu unbeweglich, ne? Ja, ich hab den anderen nicht anfassen können. Dalsum. Ich hab noch nie, nicht einen Multiplayer Dalsum gesehen, nicht einen, ja, und dann kommt der so ein Grandmaster dahergelaufen. Was hättest du dann aufnehmen müssen, das wäre viel cooler. Ich hab das aufgenommen. Ich hab das Spiel da, das Trauerspiel. Hast du schon hochgeladen? Noch nicht, nee, ich geb morgen einen Kumpel die. Was machst du jetzt eigentlich, Brandy? Was macht du super? Was sagt der dir? Ich habe keine Antwort wieder bekommen, ne? Also jetzt habe ich wieder keine Mail. Ja. Das dauert immer. Ach, ist das dein Ernst? Ist mir noch gar nicht aufgefallen, dass das dauert. Ich dachte immer, das ist so. Und zack. Wieso, wann hat angefangen, dein ganzes Thema? Wie lange ist denn das jetzt her? Sollte heute Mittag um 3 oder 2:30 oder so. Oh, du bist aber, kannst du auch froh sein, wenn du schon eine Antwort gekriegt hast. Eine. Eine, ja. Ja, eine. Ich kenne das von WoW. Ein Ticket geschrieben, 3 Tage später wurde. Wenn überhaupt. Wo ist das nun mal? Und du hast jetzt auch Duke, ja? Ja. Wir machen jetzt ein Match, ja? Hat das sich eigentlich an? Hat sich das noch gar nicht geladen? Oh fuck. Das sind 500 Megabyte, die lädt man nebenbei. 400. Ja, wenn man eine 8000er Leitung hat, dann lädt man die nicht nebenbei. So, wir haben hier eine 6000er. Wohnen auf dem Dorf. Ja. Endlich. Dein Dorf. Brandy wohnt in München. Da muss normalerweise 260.000er Pflicht sein. Ja, da muss das ist. Bei uns ist keine Glasfaserleitung verlegt. Einziges Haus in ganz München. Ne, ohne Scheiß. Bei uns in der Siedlung ist noch keine Glasfaserleitung. Bei Ralf auch nicht. Warum nicht? Wieso, wie schnell ist denn deine Verbindung? 700 oder was? Was? Oh fuck, das war nicht klar. 700 was? Sag mal. Ja doch, 700 Kilobit ist es. 700 Kilobit ist noch DSL 6000. Aber das gleiche, was ich auch habe. Dann habe ich sogar nur eine 6000er Leitung. Ja, das DSL 6000, etwas über 700. Ich find's halt lächerlich. Das mit der MMO, gell? Ja, das auch. Ja, weißt du, warum hast du dir einfach keinen neuen Account gemacht? Das Thema wäre gegessen. Ich bin auch immer ganz hebelig bei MMOGA. Immerhin dauert am E-Mail kontrollieren, ob die E-Mail auch kommt. Bezahlst das Geld und kommt keine E-Mail. Na doch, die kommt ja immer. Mir kam die immer, weil ich einfach ein richtiges Konto hab, weil ich alles richtig gemacht hab. Ja. Du hast ich habe da auch nur ein Konto bis jetzt. Und bis jetzt kamen auch immer alle E-Mails an und es hat auch nie wirklich lange gedauert. Es kam immer innerhalb der Viertelstunde an. Was auch immer ich nicht verstehen kann, wenn Brandy diese E-Mail nicht mehr hat, wie kann er sich damit anmelden und seine E-Mail ändern? Ich habe es ihm ja schon mal erklärt. Es ist ja wie wenn du einen Benutzernamen hast. Das ist ja genau. Nein, das ist was anderes. Nee, ist genau. Nein, da hast du schon recht. Wer? Wenn ich zum Beispiel bei WoW wäre genau dasselbe, du hast ich da jetzt meine GMX-Adresse oder sowas noch und dann schicken die mir da einen Scheiß hin, ja, kann ich abholen. Ja, aber du kannst dich damit anmelden, das ist wieder. So, Brandy spielt LOL und wartet auf seinen Support und was machen wir? Genau, das ist es. Na, ich frage, was machen wir jetzt? Brandy spielt LOL. Der spielt gerade LOL, denke ich, oder? Ja, ich bin gerade eine Runde am LOLen und dann stoße ich zu euch. Brandy macht das am Platt oder was, wenn das Blizzard-Spiel rauskommt oder wie? Bitte?
Du machst ja, das mach Blatt, ich. Wenn das Blizzard-Spiel rauskommt, oder was? Boah, wenn das Blizzard-Spiel rauskommt, das wird so geil, glaube ich. Was soll er denn dann wissen? Dann wisst er ja auch nicht mehr, wie wir in Dota. Er weiß, wie das Spiel funktioniert. Er kennt die Items nicht, wir kennen die Items nicht, wir kennen die Helden nicht, er kennt die Helden nicht, das ist so alles gleich. Genau, ich nehme dann irgendeinen 0815 Helden, er nimmt Diablo und ich mache trotzdem platt. Du nimmst dann so ein Bon oder sowas. Ja, ich habe mir eigentlich vorgenommen, dass es ein bisschen so Micro-Training ist hier für StarCraft. Indem du eine Einheit steuerst. Ja, das muss man ja, das ist, das ist, Wie lange dauert, Liebe fürs Detail. Was machen wir denn jetzt? Wir laden uns LOL und spielen es auch. Ja, das wäre geil. Nein, danke. Da hätte ich schon Bock drauf. Das ist das erste Spiel. Welches Spiel habe ich denn mal mit dir gespielt? Welches war denn das? Was? Ich habe so ein Spiel mal mit dir gespielt. Welches? Dota? Ja, sowas wie LOL. War das LOL oder war das was anderes? Nein, das war nicht LOL. Und die LOL gespielt, ich hab's auch nicht vor. Das war Dota, was wir gespielt haben. Achso, Dota 2 oder was? Nicht aus 2, nein, in Warcraft, das ganz normale Dota. Nein, nein, das meine ich nicht. Das war ein anderes Spiel, was wir mal hatten. Du mich so platt gemacht hast. Wüsste ich jetzt Warcraft? Nein, nein, nein. Starcraft, in Starcraft hatten wir das mal. Nein, das war so ein Ding wie Dota. Ja, in Starcraft aber. Du hattest Kerrigan und ich hatte da irgendwie Nova oder sowas. Ja gut, stimmt, kann sein. Das kann, das ist das, was in StarCraft war. Kann sein, ja. Irgendeine Map. Was machen wir jetzt in der Zeit? Wir brauchen noch ein bisschen. Du weißt doch, wie lange so eine Runde geht. Nicht mehr lang, also wir sind eigentlich schon bei 15 Minuten. Und ich spiele ja nur in 3. Ich spiele nur in 3 und 3, das heißt, es kann gar nicht mehr so lange dauern eigentlich. Bist du mehr der Nahkämpfer oder mehr der Fernkämpfer? Fern. Überhaupt nicht Nahkampf, nicht so mein Ding. Ich auch nicht. Also ich bin kein Cruiser. Das ist genauso wie bei WoW. Das einzige, was ich spielen konnte Nahkampf, war der Bär in der Dudo. Der Druide. Weil der nicht so schwer war. Der hatte, glaube ich, 5 Knöpfe und dann hatte man alles, zumindest zu Katerzeiten. Das ist so lächerlich, wenn du so die Lebenszahlen jetzt anguckst und die Schadenszahlen von WoW. Ich meine, ich war damals zur Beta-Zeit von, wie hieß denn das neue da, Kata, genau, da war doch diese eine, der Raid da, wie hieß denn der Scheiß, der erste Teil, bevor man zur Todesschwinge kam. Weißt schon, wie ich meine, bei den Tempeln da. Und da habe ich mal gesehen, dass der Druide 85 Tanky 400k live alleine durchläuft. 400k! Was ist das? Das ist gar nichts. Das ist gar nichts. Ich habe hier mal, warte mal. Ich habe hier mal einen, wie ist denn das? Paladin, Todesritter war der sogar nur. Hat Silbermond allein geradet mit 800k live. Der hatte Paladin-Buffs drauf, der hatte Priester-Buffs drauf, der hatte alles. Hast du das gesehen, Justin? Nein, das war schon. Du hast da keinen Server mit, oh, das ist ein Rüstungsteil, boah, 500.000 Ausrüstung. Das ist ja nichts. Also 800k live hat keiner in WoW. Auch jetzt, doch jetzt vielleicht. Ja, ich meine nicht, jetzt ich meine vielleicht, nicht nur, aber ohne jetzt alles. Ich meine mit jedem Buff, der hatte vom Priester-Buffs, der hatte vom Paladin-Buffs, der hatte alles. Der hat sogar irgendwas gekocht und dich das reingevögelt, damit er noch mehr Ausdauer kriegt. Ja, natürlich. Jetzt, wie gesagt, ich habe Crap-Ausrüstung mit meinem Druiden, bin jetzt Level 90 und der hat so an die 300k Line. Und ich habe schon, ich wurde gestern von einem Jäger verfolgt, von einem Trolljäger, der hat mich genervt und der hatte irgendwas um 550 bis 600k Line gehabt. Der hatte wahrscheinlich. Ja, das sind noch ein Jäger, ja, und ein Jäger hat ja nichts an Leib. Ein Jäger hat ja nicht mal Rüstung, der kriegt ja nur hier Leder. Der trägt schwere Rüstung, aber ist egal. Ja, stimmt, schwerer hat der abführt. Aber das hat nicht viel mit Live zu tun. Doch, doch, natürlich hat es das. Die Schadenszahlen, das ist so lächerlich. 50.000, 60.000 Punkte Schaden und boah. DPS muss ja ist so lächerlich. Sein. So, was machen wir denn jetzt hier? Ich mach jetzt irgendwas. Starten wir denn gleich? Wie ich doch nie eine Antwort kriege. Warcraft. Habe ich nicht mal das E-Mail-Liste. Ja, das ist schon. Unser Dilemma starten war. Loadout. Loadout.
Was war denn da los gestern? Ihr habt irgendwas probiert, habe ich gehört. Ja, Loadout. Frank, wollen wir weiterspielen? Das ist ein dämliches Spiel, weißt du, ich krieg irgendwie einen Streitkolben in den Bauch rein, hab ein Loch im Bauch rumrennen, weißt du, und dann stehe ich da zu Frank, frag heim ich mal. Deine Eingeweide sind durchgeflattert. Ja. Oh. Deine Eingeweide sind im Wind geflattert. Weißt du, du bist angeschossen, verlierst den Fuß, humpelst da oben, kippst um und verblutet. Weißt du, was auch geil wäre, glaube ich, was wir spielen könnten? Rust, oder? Oder was haltet ihr davon? Haben sie nicht letztens erst die Zombies entfernt? Sicher? Ich weiß gar nicht warum. Ja, haben sie. Die wollen kein Zombie-Survival sein. Wir haben da alle Zombies entfernt. Im Moment sind die einzigsten Gegner andere Spieler. Nee, die haben doch. Nee, haben die nicht, oder? Haben sie. Haben sie geschrieben. Die wollen kein Zombie-Survival sein. Die wollten das eigentlich ja später machen, aber haben dann gesagt, okay, wir machen das jetzt, bevor die Spieler dann einen Shitstorm auslösen, dass sie dann doch wechseln. So, Frank, wir spielen jetzt eine Runde Loadout. Das dauert ja nicht lange. Ist ja irgendwie Runde 5 Minuten oder so. Und was geht's da? Was geht's da? Woran klingt es? Nach Loadout. Nach Ego-Shooter. 2 Gigabyte war es nur groß, ne? Weißt du, nach was Loadout klingt für mich? Erzähl. Nee. Willst du, glaube ich, nicht hören. Erzähl, Lockenköpfchen. Ich bin kein Lockenköpfchen. Ich habe nicht mal mehr 4 Millimeter. Das ist aber traurig, ich dachte, du hast mal 350 gehabt. Da sollte ich mal zum Arzt. Oben Haare weg, Pimmel zurückgebildet, nur noch 4 mm. Verkümmert. Zocken ist krank. Die Besetzung im Spiel ist so geil. Ja, die ist so. Wie war das letztens? Na, klappt's denn auch mal in der Anmeldung hier? Ich weiß gar nicht, was ich hier machen muss, vor allem ich das Menü nicht. Ich weiß nicht, mein Raketenwerfer mit dem. Ja, ich habe gerade gesehen, der Raketenwerfer, die Rakete ist eigentlich ein Hai. Ich warte auf den Inhalt oder sowas. Ich muss nochmal gucken gehen, habe ich überhaupt irgendwas. Ich habe irgendwie 11.000 Bluetooth unten stehen. Was kann ich damit machen? Kann ich mich damit ausrüsten? Wie viel das hier stehen? 11.000? 11.000 Bluetooth. Von den blauen Pumpen? Ich habe noch nie was ausgegeben davon, außer einmal für meine Waffe und jetzt habe ich nichts dran gemacht. Geht man dauernd was aus. Na ja, gut, ich habe ja letztens auch immer, wie viel stand ich immer? 18 zu 4, 25 zu 4, irgendwie, ich habe ja nie was reinbekommen an Toten. Ist ja kein Wunder, dass man da Yell kommt. Hast du im Techbaum schon irgendwas gemacht? Nee, der Techbaum sagt mir ja eigentlich nur, wie ich da letztens reingekauft habe, das, was ich nur freischalten. Wenn ich zum Beispiel was an meiner Waffe kaufe, wird mir im Techbaum angezeigt, was ich da als nächstes durch freischalten würde. Lol, ich kann mein Upgrade kaufen, damit kann ich durch. Was war denn das? Ich kann mein Upgrade kaufen, damit kann ich durch Wände sehen. Da sehe ich die Skelette von den Gegnern durch Wände. Oh, war das gut. Nein, Frank, jetzt erzähl mal. Was mache ich hier, wenn ich mit dir spielen will? Meine Einladung nicht angekommen? Ach, da oben leuchtet es ja ein Ausrufzeichen. Nur könnte man vielleicht annehmen, muss man aber nicht. Registriert Partei habe ich mal gedrückt, ne? Unter professionellen Loadout-Spielern nimmt man auch eine Einladung mal nicht an. Genau. Weil das sonst zu einfach wäre. Hey Alter, du kannst mehrere Sachen auf einmal, steht da oben. Du stand da bei mir auch. Geht schon los hier, wir sind mittendrin, ach so. Wo bin ich denn? Bist du im Gegnerteam oder bist du bei mir? Natürlich, bist du im Gegnerteam. Bist du im Gegnerteam. Ja, das war. Alles andere wäre ja langweilig, ihr Pussys. Genau. Ja? Genau, los, Glatzkopf.
Ich bin nämlich hier voll die Glatze. Ich habe gedacht, wenn geht eine Glatze, dann nehmen wir mal bei meinem Avatar hier die Haare weg. Muss ja mitschwimmen mit dem Strom. Oh, jetzt habe ich auch kein Bein mehr. Score posted. You're in the lead. Ja, natürlich, weil ich in dem Team bin. Preis drehen. Ich hab's gesehen. Und ich 25 zu 6 immer spiele, deswegen sind wir immer in the lead. Frank trifft immer auf die komischen Leute, ja? Ich treff ich immer. Mich nö, seh dich gar nicht. Sieht aus wie Jim Raynor. Ich hab gesehen, wo ich tot war. Ich heile meine Kollegen hier. So ist es kollegial. Mach das nicht. Oh ja, da will jemand wieder einen Channel drin. Sei egoistisch. Ja, ich war doch gerade im Waffenschmied und hab mir da so eine Heilwaffe gekauft. Jetzt habe ich zwei Waffen dabei. Immer eine normale und eine Heilwaffe. Och, meine Fresse. Warum kriege ich immer irgendwelche Maps, wo ich einen Abgrund habe? Das könnte irgendwas bedeuten, Frank. Ich bin mir aber nicht sicher, was. Eindeutig. Runterfallen. Du stehst kurz vorm Abgrund, glaube ich. Genau. Ein Schritt weiter und du bist? Wie ich noch nicht einmal gestorben bin. Ich stehe schon wieder 2 zu 0 und jetzt geht's dir die Hölle los gerade bei mir. Ein Schritt weiter und du bist ganz oben. Ganz oben, genau. Wenn ich einen gesehen habe, da hinten. Mit herzlichen Glückwunsch, Herr Grüßen. Bleib doch stehen, Herr Justin. Ah! Wie ich dich trotzdem umgeschossen habe, so. Der Sinn des Spiels ist, also dieses Modus habe ich, das scheint diese Kästchen da einzusammeln, die man fallen lässt, wenn er stirbt. Sie wurden nicht zugelassen, stand mir. Dann können wir auch eben, sie wurden nicht zugelassen. Ihr seid einfach zu schlecht. Ich brenne, ich bin ein Phönix, ja. Wie sehe ich denn aus? Mein Körper ist weggebrannt. Ich renne hier rum wie eine Brandleiche, einfach nur schwarz. Keine Haut mehr, keine Haare mehr, kein gar nichts mehr. Kill the Knight. Er gilt. Ah! Wo ist Frank? Ich hab dich lange nicht mehr gesehen, mein Sohn. Die Map ist irgendwie so groß. Kill confirmed. Muss den Gegner umschießen und an dahin rennen und dann nochmal. Verbrenne, ich bin verbrannt. Peter hat mich erwischt. Ich krieg Bonus-Life, weil einer hinter mir, wenn man schon Full-Life hat und einer dich heilt, dann kriegt man Bonus-Life zu, so eine Rüstung. Hat mich gerade einer nämlich mit mir gemacht. Wer kommt da denn? Weg mit dir. Weißt du, dass ich deine Raketen im Flug abschießen kann? Das habe ich letztes Mal gemacht, als einer mit mir gespielt hat. Bleib stehen. Tanzt oder was? Ja! Tanzt! Meiner hat gerade auf mir rumgetanzt, keine Ahnung! Ich hab's gesehen! Dazu war irgendeine komische Musik, hast du die auch gehört? Ja, ja! Dün, 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 ganz komisch! Ich bin wieder eine Statistik für sich selbst? Ja, ich bin 10 zu 3. Ich hab schon wieder 5000 Blut, das ist bestimmt gut gemacht. Ich muss in dem Spiel kein Geld ausgeben, ich bin gut genug. Ja, ist doch so. Ich weiß gar nicht, warum ihr alle mal so schlecht seid. Ich meine, ich spiele dieses Spiel zum zweiten Mal oder so. Das ist oder so, es ist ja so. Und Remino nach 15. Bin fort mit dir. Dann sind da schon wieder. Am besten finde ich ja den Stinkefinger, Justin. Ja, wenn man umkippt, Stinkefinger hoch.
Ich verbrenne. Oh, diese Brandwaffen sind so scheiße. Die töten dich einmal und du brennst die Hälfte des Lebens weg. 12 zu 4. Ich habe eine KD von 3. Das gefällt mir nicht. Ich krieg schon wieder Bonus live. Ich muss mir mal das Upgrade kaufen, womit ich durch Wände sehen kann. Im Moment habe ich nur das, dass ich die Lebensecken von jedem Spieler. Ich muss meine Waffe unbedingt mal ändern. Ich brenne schon wieder, ey, das gefällt mir überhaupt nicht. Die sind so episch, die Waffen, so immer, so scheiße einfach nur. Five captures remaining. Kuboy. Ich bin beim Kuboy. Bin schon wieder verbrannt. 3300 zu 900. Was? Ceramis, ich hab die letzte Kill gemacht, jawohl. Am besten der Gangnam-Style da hinten. Ja, der Gangnam-Style, der ganz hinten. Alle tanzen so da. Gott. Randy? Ja, Timo, bitte. Was auch immer. Was gibt's bei dir? Der Support, irgendwas? Dein Download, Duke Nukem? Ich habe keine einzige LOL. Antwort bekommen von denen. LOL ist gleich fertig, Duke Nukem nicht. Oh ja, klar. Tagespreis. Wähle mit Bedacht. 350 Blutes. Ich bekomme auch immer das meiste. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ich habe schon wieder 10.350 Blutes. Will ich auch haben. Wie viel hast du denn? 1600. Geh jetzt mal da rein und kauf mir das Röntgen-Upgrade. Für 3600. Guck mal ein bisschen was aus hier. Alle nehmen sie Zufall. Alle haben so ein Symbol da unten drin, ne?